Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Genre im Fokus. Heute liegt der Fokus ganz auf zwei Personenspielen. Das passt ja ganz gut zur Pandemie. Und ich habe 5 sehr unterschiedliche Zwei-Personen-Spiele mitgebracht und fange direkt an mit Trypsilon. Trypsilon ist ein Spiel von den Autoren Robert Witter und Frank Warnecke. Es ist für 2 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 30 Minuten und bei Viva Spiele erschienen. Bei Trypsilon haben wir hier dieses Spielbrett. Wir haben einen Rahmen, den kann man auch ein bisschen erweitern. Das ist jetzt das kleinste Feld. Man kann auch sagen, man erweitert den in beide Richtungen noch. Oder wenn ein Spieler das Spiel schon gut kennt und der andere nicht, kann man es auch nur in eine Richtung erweitern. Denn Ziel ist es, am Anfang gibt es hier nur Wasser. Und ein Spieler möchte von hier nach hier einen durchgängigen Weg bauen und der andere Spieler von hier nach hier. Und das machen wir, indem wir immer ein Plättchen umdrehen. Da sind immer diese Ys drauf, daher auch der Name Trypsilon. Und dieses Plättchen dann von einer Seite in diese leer gewonnene Spalte oder Zeile reinschieben. So zum Beispiel. Und da entsteht dann nach und nach ein Weg. Und die Wege müssen vollständig sein. Das heißt, hier, der grüne Spieler, könnte jetzt hier langlaufen, aber hier fehlt noch ein Stückchen. Das heißt, er müsste jetzt irgendwann später schaffen, da noch was reinzuschieben. So, und jetzt ist der Weg praktisch hier schon fertig. Man kann weitergehen bis hier. Aber, und das ist hier der Clou, der andere Spieler will ja von da nach da. Das heißt, für den sieht es auch schon gar nicht so schlecht aus, wobei der hier, naja, ein bisschen wieder zurückgeht. Das heißt, er würde vielleicht hier lang gehen. Aber wenn der Grüne jetzt versucht, sich hier noch weiter zu schieben, hilft er auch gleichzeitig dem ein bisschen. Und da geht es eben darum, wer es zuerst geschafft hat, einen durchgängigen Weg von seiner Seite zur anderen zu gehen. Und auf den ersten Blick denkt man, alle Teile sind gleich und das ist ja easy. Aber das ist ziemlich tricky, das Spiel, weil man will auf der einen Seite ja nicht seinem Gegner helfen und auf der anderen Seite auch schnell vorankommen. Und wenn man dann alles verschiebt, merkt man so, oh, das war jetzt vielleicht gar nicht so schlau oder jetzt habe ich meinem Gegner da das Teil aber ganz schön gut geschoben. Und das gefällt mir richtig gut, das ist eine schöne Knobelei. Und man darf auch in seinem Zug ein offenes nochmal verlegen. Dann darf der andere aber danach zwei Züge machen mit verdeckten Plättchen. Das heißt, das nutzt man wirklich nur so im Notfall, wenn man sonst gar nicht mehr rauskommt oder dem Gegner eine Vorlage geboten hat und merkt, oh, der wird gleich gewinnen, dann macht man das mal. Aber meistens will man dann doch ein verdecktes nehmen. Und es ist simpel von den Regeln, aber wie es so schön heißt, hard to master. Also wirklich eine Knobelei, die man auf den ersten Blick gar nicht so erwartet von dem Spiel. Aber wenn man dann im Spiel drin ist, ist so ein Spiel der Kategorie so, habe alles verstanden. Dann macht man den ersten 2 Züge so, da kommt tatsächlich während der ersten Partie dieses, was das Spiel eigentlich ausmacht, das kommt da gut zur Geltung und das baut sich so nach und nach auf. Das gefällt mir richtig, richtig gut als wirklich kleines Zwei-Personen-Knobelspiel. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dieser Rand, und ihr seht es hier schon, der ist nicht, also der ist zwar gepuzzelt, aber es ist nicht gut, also es funktioniert nicht gut. Es fällt relativ oft und schnell auseinander und da man ja wirklich da reingreifen muss, teilweise auch Teile aus der Mitte nehmen muss, ist es uns sehr oft passiert, dass uns das Ganze so ein bisschen zerfleddert ist während der Partie. Das finde ich ein bisschen schade, da hätte ich mir ein bisschen hochwertigeren Rand gewünscht, weil die Plättchen als solche sind sehr, sehr dick und sehr hochwertig, aber der Rand passt eben nicht so gut dazu. Und gerade wenn man den noch etwas größer gemacht hat, dann fällt, da kommt dann so ein gerades Stück noch rein und die fallen besonders schnell auseinander. Und man sieht schon hier, das ist so ein bisschen das Einzige, was ich da wirklich zu bemängeln habe. Ansonsten ist es für das, wie man es erklärt und das, was es dann bietet, wirklich eine richtig gelungenes Zwei-Personen-Knobelspiel. Ja, mache ich jetzt weiter mit Formation. Formation ist ein Spiel von der Autorin Melanie Haumer. Es ist für 2 Spieler ab 6 Jahren, dauert ca. 10 Minuten und ist bei Piatnik erschienen. Formation ist eigentlich fast schon ein klassisches Vier-Gewinn-Spiel mit einer neuen Regel,
die ich so auch noch nicht kenne. Und zwar, man setzt immer abwechselnd hier einen Stein rein. Der erste kann reinsetzen, wo er will. Und beim normalen Viehgewinn ist es ja so, dass die von oben kommen und runterrutschen. Und hier ist es so, wenn ein Stein gesetzt wurde, sagen wir mal, ich war jetzt dran, habe den gesetzt, dann darf der, der nach mir dran ist, seinen Stein nur angrenzend, diagonal oder waagrecht, zu dem Stein, den ich gelegt habe, reinsetzen. Und das bringt dann nochmal einen relativ interessanten Clou mit in das Spiel, weil man dann zwar an einer Stelle zwar schon drei haben kann, aber den vierten irgendwie versucht dann, oder das Spielgeschehen wieder so in eine Richtung zu lenken, um irgendwie an den vierten Platz da dran zu kommen, weil man ja nicht einfach den da hinsetzen darf, sondern eben nur angrenzen. Und das macht für mich, so für Leute, die gerne viel Gewinn spielen, finde ich, ist das eine richtig gelungene Variante davon. Es ist auch nicht mehr, es ist jetzt kein Spiel, was man jetzt irgendwie den ganzen Abend lang spielt, aber so als Absacker, der mal so 5 Minuten dauert, auch für Leute, die eben gerne abstrakte Spiele mögen, so direkt konfrontativ, aber eben abstrakt, ist das wirklich ein schöner, kleiner Absacker für 2 Personen, der eben durch diesen neuen Clou auch nochmal andere taktische Möglichkeiten bietet oder verlangt, als jetzt das klassische 4 gewinnt. Eine dieser neuen taktischen Möglichkeiten ist zum Beispiel, dass man versucht, einen Gegner in eine Ecke zu drängen, weil wenn irgendwann hier sowas abgeschlossen ist und jetzt der Blaue da reinsetzt, dann muss der Rote ja hier reinsetzen und der Blaue da. Und jetzt wäre es gut für den Roten, weil der kann jetzt nicht angrenzend setzen und der darf jetzt sich einen Platz aussuchen, der irgendwo angrenzend zu einem anderen Blauen ist. Und das kann man eben als Taktik nutzen, um dann doch zum Beispiel nochmal hier so einen vierten Stein in die Reihe zu bekommen, wenn man jetzt blau wäre und blau der Letzte wäre, der hier, derjenige war, der nicht mehr reinsetzen konnte. Also das wäre jetzt zum Beispiel eins, was beim normalen Vier gewinnt, ja so gar nicht geht. Dann komme ich jetzt zu Oversiege. Oversiege ist ein Spiel für 2 Spieler ab 7 Jahren. Es dauert ca. 15 Minuten und ist bei COS Games erschienen. Oversiege ist auch ein sehr konfrontatives Spiel. Jeder Spieler hat hier so seine Burg bestehend aus 6 Karten. Und Ziel ist es, als erster die gegnerische Burg zu zerstören. Das ist, man sieht es hier schon, auf der Rückseite sind die Karten etwas heller. Also am Anfang sind die alle so dunkel. Da ist die Burg noch ganz und wenn es zerstört wird, dreht man die eben um. Und dann sind hier die Steine abgebröckelt und die Burg ist kaputt. Und ganz zum Schluss bleibt nur noch hier die Karte mit dem Schlüssel übrig. Und da braucht man dann eine Karte mit dem Schlüssel, um praktisch das Spiel zu gewinnen. Wie funktioniert das Ganze? Jeder hat einen Kartenstapel, der ist auch bei beiden Spielern identisch. Und man hat am Anfang immer 2 Karten auf der Hand. Und wenn man dran ist, zieht man eine weitere Karte und spielt dann so viele aus, dass man wieder 2 auf der Hand hat. Am Anfang spielt man eben eine aus. Später, wenn bei einem schon was zerstört ist, gibt es auf diesen Eckkarten hier diese Kartensymbole. Und wenn man eben 2 Ecken bei sich schon zerstört hat, dann bekommt man als Ausgleich, weil es einem gerade praktisch nicht mehr so gut geht, darf man eine weitere Karte nachziehen und eben auch eine weitere Karte ausspielen. Also dann zieht man immer auf 4 nach und kann dann gleich 2 ausspielen. So, was gibt es jetzt hier in den Karten? Es gibt verschiedene Waffentypen und die entsprechende Munition. Man sieht hier, es gibt Pfeile, es gibt hier diese Ramböcke und eben so Katapulte. Und wenn man die auf der Hand hat, kann man die ausspielen. Man kann insgesamt bis zu 2 Waffen ausgespielt haben. Also ich könnte hier eine hinlegen und hier eine. Und wenn ich dann später doch lieber einen Katapult bauen möchte, muss ich eine andere wieder abreißen. Und wenn ich dann später, steht auch hier oben immer noch mal eine Ecke, welche Munition praktisch dazu gehört. Wenn ich die später, kann ich dann die Munition eben ausspielen. Und jetzt würde ich da was beim Gegner kaputt machen. Und zwar, wenn ich hier einen Rambock habe, dann sieht man auch schon hier auf der Karte, das Tor kann nur mit einem Rambock kaputt gemacht werden. Oder diese äußeren beiden Türme, die brauchen eben Pfeile und die hinteren beiden, die brauchen die Kanonenkugeln vom Katapult. Und dann gibt es noch so 2 kleine Specials. Das eine liegt hier schon, das ist so eine Schutzmauer, die hält einfach einmal einen Schaden ab. Und dann gibt es noch
so eine kleine Reparaturkarte. Da kann man einmal ein Teil wieder bei sich reparieren. Und wenn man alle Teile des Gegners zerstört hat, bis auf den Schlüssel, dann muss man auf seiner Hand den Schlüssel haben. Und wenn man das hat, dann hat man gewonnen. Also dann spielt man praktisch den Schlüssel aus und der erlaubt es einem dann, beim Gegner die Burg fertig zu erobern. Genau. Die Idee des Spiels finde ich eigentlich ganz gut, dass man sich eben gegenseitig so direkt konfrontativ bekämpfen kann. Allerdings mangelt es extrem an der Umsetzung, weil 3 Karten ist nicht viel und man hat eigentlich nie Entscheidungsspielräume. Also wenn ich jetzt hier, das würde ich jetzt nicht ausspielen, weil es liegt da schon. Pfeil könnte ich nicht ausspielen, wenn jetzt gerade das die Situation ist, weil das habe ich schon kaputt gemacht, also baue ich mir einen Schutzwall. Oder in dem Fall, okay, ich könnte den Pfeil ausspielen, um das kaputt zu machen. Das geht einmal, aber ab jetzt, es ist immer genau vorgegeben, was ich brauche. Und dadurch, dass ich gar nicht so viele Karten auf der Hand habe, habe ich eigentlich nie das Gefühl, ich kann das selber beeinflussen. Also es ist reines Kartenglück, in welcher Reihenfolge die Karten kommen. Ob ich eben eine bessere Reihenfolge habe wie mein Gegner. Wenn ich zum Beispiel von Anfang an den Schlüssel auf der Hand habe, dann habe ich diesen Kartenslot permanent belegt bei mir auf der Hand. Weil den Schlüssel kann ich erst dann ausspielen, wenn ich ganz zum Schluss eben alles andere schon kaputt gemacht habe. Und das heißt, es ist direkt ein Nachteil, wenn ich den am Anfang auf der Hand habe. Man könnte den auch abschmeißen. Allerdings kam es zumindest bei uns nie vor, dass wir den Kartenstapel einmal komplett durchgespielt haben, um dann nochmal zu mischen, weil ich müsste den Schlüssel ja dann später irgendwie wieder auf die Hand bekommen. Deswegen macht es wenig Sinn, den abzuschmeißen. Und ist also direkt ein Nachteil. Und so ist eigentlich das ganze Spiel. Gut ist, wenn ich direkt zu den Waffen, die ich ausgespielt habe, passende Munition gezogen habe. Ja, im besten Fall die doppelte Munition. Die gibt es immer, ich glaube, einmal in dem Stapel. Und dann könnte ich direkt beide kaputt machen. Oder wenn die Mauer noch da liegt, halt eine Mauer und immerhin schon mal ein. Aber ich muss es halt per Glück, per Zufall auf die Hand bekommen haben. Und ansonsten habe ich null Einfluss auf das Spiel. Ich kann nicht taktieren, ich kann gar nichts. Ja. Und es gibt auch viele Leerzüge, also dass ich Karten auf der Hand habe, die mir nichts bringen. Also zum Beispiel nur Munition, die nicht hierzu passt. Oder Waffen, die ich eh schon ausgespielt habe. Oder Waffen, die ich gar nicht mehr brauche, weil ich die entsprechenden Türme schon kaputt gemacht habe. Dann muss ich irgendwas abschmeißen. Und habe gar nichts gemacht in dem Zug. Und das ist mir eindeutig zu wenig Einfluss, den man hat, weil es ist einfach gar kein Einfluss. Und das Spiel dauert natürlich nicht so lange, aber hat mich rein spielerisch überhaupt nicht überzeugt, weil man eben, also man macht nur das, was einem die Karten sagen, hat selber überhaupt keinen Einfluss drauf. Also dieses Spiel würde ich jetzt nicht empfehlen. Dann mache ich weiter mit Loot Shoot Whisky. Loot Shoot Whisky ist ein Spiel vom Autor Moritz Dressler mit Illustrationen von Christian Opera. Es ist für 2 Spieler ab 8 Jahren, dauert ca. 5 Minuten und ist beim Nürnberger Spielkartenverlag erschienen. Loot Shoot Whisky ist eine Neuinterpretation von Schere, Stein, Papier, die ich aber ganz pfiffig umgesetzt finde. Und sie ist eben auch in diesem als Tütenspiel beim NSV erschienen. Bisher waren ja die Tütenspiele immer Roll and Write und da fand ich das auch gut, weil da war nur ein Block und ein Stift und ein Würfel drin, mehr nicht. Und das sind Sachen, die man auch sonst gut handeln kann. Hier ist es jetzt so, dass man einen ganzen Kartenstapel hat, der hier drin ist. Und wenn die Tüte einmal auf ist, bleibt sie auf. Und da muss ich wirklich sagen, finde ich dieses Format unpassend, weil man kann es hinterher nicht mehr gut verstauen. Wenn man nämlich die Tüte ins Regal legt, dann war es zumindest bei uns so, dass öfter die Karten, weil die relativ flutschig sind, was Gutes zu mischen, aber die kann dann halt hinten wieder raus. Und man kann das nicht verschließen, weil man es ja abgerissen hat. Also hier finde ich, ist die Idee von diesen Tütenspielen ist zwar nett, aber wenn man ein Kartenspiel hat, was dauerhaft benutzbar sein soll und nicht so wie ein Roll and Write, das ist irgendwann leer, aber bei Karten ist es ja nicht so, dann hätte ich mir gewünscht, dass man da eine abschließbare, also zumachbare Packung hätte, weil das finde ich jedoch arg unpraktisch.
Gut, das Spiel selber allerdings finde ich wirklich für ein Schere, Stein, Papier ganz witzig umgesetzt. Wir haben statt Schere, Stein, Papier haben wir Loot, Shoot und Whisky, so heißt ja auch das Spiel. Und in der Mitte liegt immer Beute aus. Und wir haben auf der Hand zweimal Loot, zweimal Shoot und zweimal Whisky und suchen immer verdeckt erstmal für diese und für diese Karte zwei Karten aus, die wir da gleich spielen. Das heißt, hier sind wir schon etwas fortgeschritten am Spiel. Ich gehe nochmal zu Anfang der Situation zurück. Ich suche jetzt das erstmal aus und mein Gegner auch. Und dann wird für die erste Karte aufgedeckt. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel Loot und mein Gegner hätte Shoot. Und jetzt kann ich hier immer gucken. Shoot besiegt Loot. Das heißt, Shoot besiegt Loot. Der hier hat nichts gekriegt. Der hat geschossen. Und wenn man schießt, bekommt man, und eben damit erfolgreich schießt, bekommt man zur Belohnung eine Patrone. Die Patronen, die sammelt man und man gewinnt unter anderem, wenn man als erster 4 Patronen hat. Gucken wir weiter. Jetzt habe ich hier Whisky und mein Gegner hat Loot. Jetzt sehen wir, Loot besiegt Whisky. Das ist jetzt also wieder ein Erfolg für diesen Spieler. Und Loot heißt, ich kriege die Karte, die an der Stelle in der Mitte liegt. Das kann zum Beispiel auch wieder eine neue Patrone sein, wenn es sowas ist. In dem Fall kriegt er Goldnuggets. Diese Goldnuggets haben den Wert 6. Und ich gewinne auch, wenn ich 9 Goldnuggets gesammelt habe. Also entweder 4 Patronen oder 9 Goldnuggets. Und das Letzte, was es gibt, ich ändere mal gerade, wenn es so rum gewesen wäre, Whisky besiegt Shoot. Und beim Whisky kriegt man die Whisky-Karte, das ist diese hier. Die teilen wir uns, es gibt nur eine für beide. Also das heißt, wenn ich zum ersten Mal Whisky habe, kriege ich die Karte, egal ob sie vorher beim Gegner lag oder noch gar nicht im Spiel war. Und ich kriege eine volle Flasche Whisky. Schaffe ich es dann, nochmal mit Whisky zu gewinnen, darf ich die umdrehen, dann ist die halb leer. Und wenn ich es noch ein drittes Mal schaffe, zum Beispiel, weil ich diese Karte gelootet habe, dann trinke ich sie leer und habe auch gewonnen. Also es gibt 3 Arten zu gewinnen, eben einmal für Loot, einmal für Shoot und einmal für Whisky. Und ja, wer als erstes eine dieser 3 Arten geschafft hat, der gewinnt. Und es ist wirklich ganz pfiffig, ganz klassisch dieses, ich denke, dass du denkst, dass du das machst und so weiter. Und dafür sehr gut umgesetzt. Es ist ganz, ganz schnell gespielt. Also dass diese Tütenspiele eben kleine 5-minütige Spiele sind, die man zum Beispiel auch in der Bahn spielen kann, ist hier auch so. Es wird vom Platz her ein bisschen anspruchsvoller wie jetzt diese kleinen Roll and Rides, weil es eben ein bisschen mehr Platz benötigt, aber das reicht auch immer noch für einen Zug. Von daher finde ich die Idee gut. Allerdings, wie gesagt, das ist halt nicht mehr so gut transportabel danach, weil das dann, gerade wenn man das in die Handtasche oder so steckt, schnell auskippt. Da wäre so ein ganz normales, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber das, was immer um Skatblatt zum Beispiel rum ist, so eine ganz normale Kartenhülle wäre in meinen Augen dort viel, viel besser gewesen. Aber vom Spiel her finde ich für eben dieses kleine, schnelle Format das richtig gut und pfiffig umgesetzt. Ich muss allerdings auch sagen, also jetzt nach, weiß ich nicht, 10 Partien oder so, hat man dann auch alles gesehen. Und ich meine, Schere, Stein, Papier spielt man jetzt auch nicht den ganzen Abend. Das ist immer mal wieder ganz nett. Und da, wenn man eben mal wartet oder Zug fährt oder so, würde ich es auch wieder auspacken. Aber ist jetzt für so einen großen Spieleabend ist das dann eher nichts. Ja, und zum Schluss haben wir noch Spirit of the Wild. Spirits of the Wild ist ein Spiel vom Autor Nick Hayes mit Illustrationen von Sid Weiler. Es ist für 2 Spieler ab 10 Jahren, dauert 15 bis 30 Minuten und ist bei Mattel erschienen. Spirits of the Wild ist auch ein ganz abstraktes Spiel. Es geht hier um diese Steine, die wir sammeln wollen. Dazu hat jeder verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Das sind auch bei beiden Spielern die gleichen. Wir können 2 Steine aus dem Beutel ziehen. Hier haben wir einen Beutel, wo eben ein Steinnachschub da ist. Und dann einen Stein davon nehmen. Und immer wenn wir einen Stein nehmen, dann legen wir den auf unser Tableau. Alternativ können wir einfach 3 Steine ziehen und dürfen diesen Kojoten bewegen. Der Kojote blockiert uns immer eine bestimmte Aktion. Und dann haben wir hier 3 Karten, wo man Steine bekommt, 2 oder 1. Grundsätzlich bekommt man Steine immer aus dieser Schale. Und wenn man eine Karte davon benutzt hat, dann dreht man die auf die Rückseite
wenn man hier die beiden Einzelsteine hat, dann darf man nochmal den Kojoten versetzen. Aber irgendwann hat man ja mindestens 3 Karten auf die Rückseite gedreht. Deswegen gibt es diese letzte Karte. Das ist praktisch die Karte zum Refreshen. Aber es ist nicht wie sonst, dass beim Refreshen der restliche Zug verloren ist, sondern man darf beim Refreshen eine von diesen beiden Karten, die hier gerade oben liegen, sich aussuchen. Das ist eine Spirit-Kraft. Und die nutzen, die ist praktisch auch nochmal wie so ein normaler Zug, nur dass man irgendwas zusätzlich machen kann. Also man will die sogar benutzen. Und das finde ich hier ganz schön umgesetzt. Danach kommt die Karte unter den Stapel. Da liegen jeweils 3 Stück, sodass der Nächste, der das macht, dann da nochmal eine andere Auswahl hat. Genau. Was wollen wir jetzt mit diesen gesammelten Steinen machen? Wir haben hier verschiedene Slots und sammeln Paare, hier einmal unterschiedliche, hier einmal gleiche, hier ein Zweier und ein Dreier an gleichen, hier 3 unterschiedliche. Also im Grunde sammeln wir immer und immer wenn wir die bekommen, können wir eben entscheiden, in welche Ebene wir die setzen. Außer da, wo der Kojote steht, das hat der Gegner uns blockiert und da dürfen wir nichts reinsetzen. Und dann gibt es noch diese durchsichtigen Steine. Und die können wir dazu setzen, natürlich auch nicht, wenn der Kojote da steht, da sagen wir, es wäre frei. Die kommen immer auf diesen Extra-Slot hier auf der anderen Seite und wenn wir ihn da hinsetzen, dann schließen wir praktisch damit die Reihe ab. Aber, also wir dürfen keinen weiteren Stein mehr hinzusetzen, aber wir bekommen doppelte Punktzahl für das, was wir hier geschafft haben. So, und das Spiel endet, in dem Fall würde es jetzt auch enden, sobald 5 von diesen durchsichtigen Steinen sichtbar sind. Und in dem Fall hätte ich jetzt hier schon 2, mein Gegner 1 und 2 liegen noch hier in der Schale. Damit wäre auch das Spiel vorbei. Und dann wird eben geguckt, wer hat mehr Punkte. Hier gibt es zum Beispiel für gleichfarbige Paare je 3 Punkte. Oder hier für, je nachdem wie viele unterschiedliche man gesammelt hat, gibt es Punkte. Natürlich je mehr, desto besser. Und hier eben für gleiche. Und die weißen Steine verdoppeln, wie gesagt. Und dann genau, wird einfach geschaut, wer die meisten Punkte hat. Und das Spiel finde ich eigentlich so ganz interessant vom Mechanismus her, weil ja im Grunde beide erstmal die gleichen Ausgangsvoraussetzungen haben und man eben schön diese Entscheidung treffen muss, auf was gehe ich. Hier unten gibt es natürlich sehr, sehr viele Punkte, wenn ich 5 gleichfarbige habe, aber die Wahrscheinlichkeit, 5 gleichfarbige zu bekommen, ist relativ gering, weil so viele gelbe Steine gibt es jetzt gar nicht in dem Beutel. Auch diese Entscheidung, wann setze ich einen weißen Stein rein, also wann denke ich hier zum Beispiel den 5., den kriege ich nicht mehr, aber für 4 gibt es schon 9 Punkte, das ist schon recht viel, wenn ich den da hinsetze, habe ich 18 Punkte, also diese Entscheidung ist spannend. Was mir nicht so gut gefällt, ist, wie das Ende ausgelöst wird, weil das führt dazu, dass die Partien mal richtig schnell vorbei sind. Also es kann sein, dass von Anfang an hier schon 2 Steine liegen und dann relativ schnell noch 3 weitere gezogen werden. Also wir hatten eine Partie, die war so ungefähr nach 5 Zügen vorbei. Ja, da hatte jeder da 3 Steine und dann war das zu Ende. Und wir hatten aber auch eine Partie, da hatten wir relativ viel voll gekriegt und haben praktisch immer an den weißen Steinen vorbeigezogen. Und dann war die Partie ganz lange. Aber das allein finde ich jetzt nicht so schlimm, aber was halt sein kann, es gibt ja hier zum Beispiel 3 Steine rausziehen oder hier bei denen gibt es auch manchmal, wo man viele Steine rauszieht und da kann sein, man hatte bis dato 2 und auf einmal zieht man 3 durchsichtige raus und das Spiel ist instant vorbei und das fühlt sich dann irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an, weil man hat noch gar nichts gemacht und dann ist das Spiel schon vorbei und das mag ich nicht so, weil man kann irgendwie sich auf gar nichts einlassen, weil es jederzeit sofort vorbei sein könnte. Und das finde ich ein bisschen schade. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie ein anderes Ende findet. Also, dass man nicht sagt, wenn 5 hier insgesamt da sind, sondern zum Beispiel, wenn 3 verbaut wurden oder so. Dass man ein bisschen mehr Einfluss hat und aktiv das Spiel beendet und nicht passiv das Spiel beendet. Weil so kann es echt, kann lange oder kurz und man hat gar keine Planungsmöglichkeiten in dem Sinne. Ich fände es tatsächlich spannender, wenn man aktiv das Spiel beendet, weil dann kann man auch so ein bisschen so, ah, mache ich jetzt noch den Zug oder beende ich lieber, weil dann kriege ich nochmal einmal Doppelpunkte und
hätte da also noch so ein bisschen mehr Spannung und auch noch mal ein bisschen mehr Interaktion mit dem Gegner, weil man eben lauert, wird der wohl den letzten nehmen oder nicht? Oder wird auch ein bisschen mehr darauf achten, was eigentlich der Gegner macht? So finde ich das Spiel solide. Es macht mir auch Spaß, aber ich finde es nicht so besonders oder nicht. Also es wäre jetzt von den zwei Personenspielen zum Beispiel, fand ich jetzt Trypsilon, obwohl es die einfacheren Regeln hatte, von dem, was man tut, spannender. Weil man eben selber so knobelt, wie finde ich jetzt den schnellsten Weg. Obwohl es ja eigentlich immer genau gleich ist. Trotzdem mit dieser Konfrontation oder so, hat mich das mehr gecatcht als jetzt das hier. Es sieht sehr schön aus. Ich finde auch die Figur schön. Das Design gefällt mir. Aber es ist eben dann doch, ich muss mir nehmen, was da ist, mir eins aussuchen und irgendwann zufällig ist es vorbei. Und das ist mir hier so ein bisschen wenig. Oder es hat oft, wenn es dann vorbei ist, so ein Mist. Irgendwie so ein unschönen Nachgeschmack, sage ich mal. Und deswegen gefällt es mir so mittelgut, würde ich mal sagen. Ja, dann habe ich euch fünf komplett unterschiedliche, aber alles eher kleine Zwei-Personen-Spiele vorgestellt. Vielleicht kanntet ihr das ein oder andere noch nicht oder habt jetzt Lust auf das ein oder andere bekommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß mit dem Video hattet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.